Die Mauer. Sie kostete Hunderte das Leben, ein Bollwerk gegen die Freiheit. Über 28 Jahre lang trennte sie die Menschen. Wie konnte es dazu kommen? Die angestrebte optimale Lösung sowohl der DDR als auch der Sowjetunion war, West-Berlin als Teil des Westens verschwinden zu lassen. West-Berlin ist für den Osten wie ein Stachel im Fleisch, eine Insel der Demokratie und des Wohlstands. Das Ziel von Hunderttausenden. Eine Mauer soll den Aderlass stoppen. Die SED-Führung drängte darauf, waren sozusagen diejenigen, die es wollten. Sie durften aber ohne die Zustimmung der KPdSU, sprich der Sowjetunion, die Mauer nicht errichten. Staatsratsvorsitzender Walter Ulbricht wirbt beim großen sowjetischen Bruder Nikita Chruschtschow um Beistand. Der DDR läuft die Zeit davon. Allein im Juli 1961 flüchten 30.000 Menschen. Die DDR war 1960/61 wirtschaftlich am Ende. Sie wäre zahlungsunfähig geworden, sie wäre ausgeblutet. Die Sowjetunion konnte nicht weiter helfen, weil sie selber Probleme hatte. Also insofern war die Mauer die Überlebensgarantie für die SED-Führung und damit für die DDR. Es beginnt mit einem Pinselstrich in Berlin. In der Nacht zum 13. August 1961 riegelt der Osten die Sektorengrenzen zum Westen ab. Die Sowjetunion hatte wenige Wochen zuvor dem Drängen der SED-Führung nachgegeben. In den folgenden Jahren wird aus der Mauer eine immer perfektere Todesfalle. Hier wird scharf geschossen auf jeden Flüchtling. Der sogenannte antifaschistische Schutzwall, wie die Mauer in der DDR heißt, ist eine Hochsicherheitszone. Stacheldraht, Stolperdrähte, Beobachtungstürme. Hunde bewachen den Todesstreifen. Die klaffende Wunde im Stadtbild von Berlin. So sah sie 1989, kurz vor dem Zusammenbruch, aus. Die Existenz der Mauer war das tägliche Eingeständnis, dass die Menschen nicht freiwillig in diesem Land leben. Solange diese Hypothek nicht abgezahlt war, konnte die DDR kein normaler Staat werden. Im Sommer 61, am 13. August, da schossen wir die Grenze und keiner hat's gewusst. Kam überraschend. Hat nicht damit gerechnet gehabt. Dass irgendwas kommt vielleicht schon, aber dass es so dramatisch oder so aggressiv ist, dass man überhaupt nicht mehr rüberfahren kann und so, damit habe ich nicht gerechnet. Klaus Köppen, ein gelernter Maurer, ist unsterblich verliebt in Roswitha. Er hat immer gewusst, was er wollte. Er wollte mich von Anfang an und wollte seinen Kopf durchsetzen. Roswitha lebt im Osten, Klaus im Westen. Die Mauer zerstört die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft. Noch vor wenigen Tagen wäre es ein leichtes gewesen, auf die andere Seite zu kommen. Er sagte dann, komm rüber, und wäre eine Kleinigkeit gewesen, ein, zweimal für mich dann rüber zu gehen. Aber ich wollte eben nicht, ich wollte nur mit meinen Eltern und wie gesagt, die ganze Familie. Das war damals so unsere Devise in der Familie, entweder alle oder gar keiner. Aber wie soll eine ganze Familie über die Grenze kommen, die immer strenger bewacht wird? Eine beliebte Möglichkeit ist die Flucht mit gefälschten Pässen. Die Papiere stammen von Helfern aus dem Westen. Einige lassen sich später teuer für ihre Dienste bezahlen. Tausende kommen so über die Grenze. Aber viele werden auch verhaftet, denn nicht jeder hat das Talent, in eine andere Identität zu schlüpfen. Die Leute mussten ja noch in einer guten Stimmung sein, die durften ja keine Angst haben, die durften ja nicht sächsisch sprechen, wenn sie als Schweizer oder Holländer rübergingen. Und dadurch war das eine sehr, also der Kreis der Leute, die man hätte auswählen können, war sehr eng.
Der Mauerbau führt zu menschlichen Tragödien. Eine Hochzeitsgesellschaft, die nicht gemeinsam feiern kann. Endlich heiraten, das will auch dieses junge Paar. Klaus und Roswitha. Als wir dann darüber gesprochen haben, dass sie dann doch rüber will, ohne ihre Eltern, da kam natürlich die Gedanke, ja, was machen wir denn, was können wir machen? Und da sind wir dann auf die Idee gekommen, wie gesagt, einen VW-Käfer umzubauen. In der Werkstatt eines Freundes wird Klaus Köppens VW-Käfer zum Fluchtwagen umgebaut. Das damalige Modell ist dafür bestens geeignet. Der Tank wird nur von 4 Schrauben gehalten, der Umbau geht ziemlich schnell. In diesen Hohlraum soll sich Roswitha zwängen. Alles sei ganz einfach, beruhigt Klaus. Nach kurzem Zögern steigt Roswitha ein. Und dann musste ich da rein. Und das hat auch ganz gut geklappt eigentlich zum Anfang. Und ich habe da wie so ein Embryo praktisch im Mutterleib, irgendwie so in dieser Position habe ich da gehockt. War natürlich sehr eingeengt und bin dann eingestiegen und dann los aus der Garage. Klaus Köppen hat Straße und Kofferraum fest im Blick. Es sind nur 20 Minuten bis zum Grenzübergang Bornholmer Straße. Anfangs verläuft die Flucht nach Plan. Und dann so nach einigen hundert Metern merkte ich plötzlich, wie mir mein Nacken und mein Hals anfing zu brennen. Und da lief mir das Benzin über den Rücken und Nacken und es brannte fürchterlich und machte mich dann bemerkbar und rief dann nur, halt an, ich halte es hier drin nicht mehr aus. Wir sind gerade ein Stück gefahren, vielleicht so einen Kilometer vielleicht. Nicht? Vielleicht hat sie sich auch bewegt irgendwie da drin und hat dabei den Schlauch runtergerissen oder von der Vibrierung vom Fahrzeug. Schnell zurück zur Garage, bevor alles aufliegt. Dieser Versuch ist gescheitert, aber so schnell gibt Klaus Köppen nicht auf. Und dann meinte er, wir sollten es noch mal probieren und er weiß, wo der Fehler lag und dann kam er nächste Woche und ich sollte da wieder rein. Und dann habe ich natürlich gesagt, das mache ich nicht noch mal mit. Nicht? Mir brannte ja noch mein ganzer Hals. Die Köppens haben Glück, nicht erwischt zu werden. Gefängnisse wie die Zentrale Untersuchungshaftanstalt der Stasi in Berlin, Hohenschönhausen, sind übervoll mit Menschen, die diesem Staat entkommen wollen.